Ja, servus, herzlich willkommen zu Let's Play Heavy Metal Fake 2. Wir sind immer noch im Untergrund von Eden unterwegs, sind in der letzten Folge gestorben, laden den Spielstand schnellst nach, haben natürlich gelernt, dass der Umgang bei einem Einzelnen von diesen Riesenviecher mit Schwert und dergleichen etwas günstiger ist als wenn wir es versuchen mit Waffengewalt à la Feuerkraft. Oh, sah ja schon mal ganz gut aus. Und da waren die Beinchen ab. Okay. Wir haben auch in letzter Folge gelernt, dass es ziemlich doof ist, wenn wir nach unten fallen. Weil da unten ein paar von diesen Freunden mehr hausen. So, okay. Wir haben jetzt genug Health wieder. Einmal alles einkacken. Schauen wir mal, dass wir nach da oben kommen, um das Wasser wieder einzusammeln. Den Knopf drücken spare ich mir jetzt in dem Moment nochmal. Weil wir ja sowieso da noch gar nicht herankommen. Da waren noch ein paar von den lästigen Flatterviechern, die natürlich einen ganz grünen Schmatter jetzt hier hinterlassen haben. Na komm, zieh dich hoch. Ja, ganz. Springen ist hier nicht besonders exakt. Alles ein bisschen träge. Ich hoffe mal, wir schaffen es wieder, so geschickt wie beim letzten Mal nach drüben zu kommen. Und nein, wir fallen gleich runter, sind down. Okay, auf ein neues. Ich denke mal, wir schenken uns jetzt das Wasser. Rüsten hier nochmal den Schild aus. Weil wir wissen, dass ja gleich einer von den Dicken hier hinkommt. Macht schon ordentlich Schaden, aber man muss wohl irgendwie den richtigen Zeitpunkt erwischen. Man muss ein bisschen den richtigen Zeitpunkt erwischen, dass er nicht gleich kontern kann. Hoppala, da fahren wir ein bisschen schneller unterwegs. So, einmal den Gärtner hier gemacht. Das Gemüse eingesammelt. Dann sehen wir zu. Ich denke mal, diesmal verzichten wir einfach auf diese Wassernummer. Weil haben es jetzt wieder mal nicht so wirklich geschafft. Ich glaube nicht, dass jetzt die Brücke noch für uns lang genug verfügbar ist. Ja. Genau das habe ich befürchtet. Wir drücken noch mal kurz den Knopf, aktivieren die Brücke. Gehen. Ich höre da schon wieder Gesumme. Es ist diese. Ich hoffe mal, das hat uns jetzt nicht so viel Zeit gekostet, dass wir jetzt. Wahrscheinlich doch so viel Zeit gekostet. Und noch einmal Knopf drücken.
Wir gehen nach dort drüben. Eingekonter Sprung. Eingekonter Sprung, ja. Es scheint jetzt ein bisschen der Wurm drin zu sein. Warten wir mal oder drücken einfach gleich mal den Knopf. Nein, ich denke, wir warten mal, bis die Brücke sich einzieht. Alles andere hat relativ wenig Sinn. Ja, die Brücke zieht sich ein. Wir betätigen den Schalter abermals. Geht diesmal ohne Sprint an die Kante. Okay, Fahrt war nicht ganz so wie geplant. Aber es zählt ja nur das Ergebnis. Genau. Okay, wir sind jetzt hier drüben angekommen. Sammeln erstmal die Items ein. Munition für den Arm, für die Armbrust und für die Pistole. Ein wenig Wasser hatten wir hier. Dann hatten wir noch hier ein bisschen Lebensenergie in Form von Äpfeln, wo die Frage ist, wie die da hinkommen. So. Damit haben wir die schicke Automatik hier aktiviert. Warten auf das lustige Pendel. Haben noch mal ein bisschen Chance, mit dem Freund zu trainieren. Er bringt uns Wasser. Schnell hier drauf, Juli. Also das ist dann unser einzigster Weg, den nervigen Freunden dort zu entgehen. Okay, wir waren wieder da, wo wir nicht sagen. Was sehen wir denn da? Dort befindet sich auch ein Item. Das mit dem Springen, interessant, wie wir da rankommen sollen. Okay. Ich denke, um dort heranzukommen, sollten wir wahrscheinlich mal den Weg. Ah, es handelt sich nur um Wasser. Was war das? Hat diese lustige Mechanik jetzt? Super. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum das auf einmal wieder stehen geblieben ist. Einmal hier hin wieder. Wieder den Schalter drücken. Es scheint sich heute hier ein bisschen hinzuziehen. Wobei interessant ist auch, dass der Schalter bei jeder Betätigung irgendwie so ein bisschen seine Farbe ändert. Okay, wir sind hier drauf. Warten und Sprung rüber. Grab. Hoch mit dir. Und sind hier. Warum sich der Schalter wieder betätigt hat?
etwas zu beeilen? War wohl auch nicht ganz so geplant. Langsam geht uns ein bisschen die Lebensenergie aus. Okay, und sind down. Das scheint dir nicht gerade mein Lieblingspart zu sein. Wir wissen aber, dass das doch eine bessere Variante noch die mit dem Schild ist, an diese Ecke vor. Warten, bis der Freund dort auftaucht. Okay. Greife ihn gleich mal an. Da hat er ein bisschen den Kopf verloren. Wir wissen, dass wir hier noch einen von den Freunden hier haben. So, jetzt haben wir den Unkraut vernichtet. Sammeln erstmal die Health und die Munition ein. Drücken schnellstmöglich den Schalter. Oh, das wird langsam lästig. Okay, ich hoffe mal, die Brücke ist noch lang genug da. Bei den Abfang haben wir auch schon mal besser hingekriegt. Okay, jetzt können wir hier erstmal Ruhe die Items einsammeln. Ich höre doch gerade wieder ein Summen. Wo auch immer ganz unklar ist, wo die Viecher solchen Riesenstückzeug überhaupt herkommen. So, wir haben uns vollgetankt mit Wasser. Es geht hier nach vorne. Da haben wir doch wieder einfach diese Flatterviecher. War so jetzt nicht geplant. Eigentlich wollte ich eher auf die Pistole wechseln. Ich möchte gern dieses Insekt loswerden, bevor wir irgendwelche Experimente mit dieser lustigen mechanischen Maschine hier machen. Wir sammeln die Hells ein, betätigen hier den Hebel. Der Propeller geht wieder in Bewegung. So, wir versuchen schnellstmöglich auf diesen Propeller zu kommen. Oh, wieder mal Glück im Unglück gehabt. Das Ding kommt nach vorne. Wir springen erstmal hier drauf. Und haben es geschafft. Sind hier mit ein Stückchen weiter. Und mit diesem Erfolg beenden wir auch diese schicke Folge von Heavy Metal Fake Tomb, das Let's Play mit MacBurago. Ich freue mich gerne über Kommentare, auch wenn ich ein bisschen gefehlt habe in Gänze. Doch das war's erstmal für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.